ist ja Sabotage. Gabrielle, es ist einfach ein hässliches Kleid. Und wie hässlich. Der Stoff ist schlimm, der Schnitt ist schlimm. Zusammen ist es eine Katastrophe. Die schmeißen dich raus, bevor du einem Laufsteg in die Nähe kommst. Beruhige dich. Wenn es dich wirklich ärgert, ändere ich es eben. Schon besser. Du gehst ganz gut mit dem Messer um. Jedenfalls für eine Kandidatin. Oh, ich kann mancherlei. Naja, noch nicht wie Herkules, aber für hier wird's schon reichen. Miss Messini? Was ist passiert? Nichts, geht schon wieder. Ich habe vorhin nur was ins Auge gekriegt, das ist alles. Naja, wir sind alle ein bisschen durchgedreht und gespannt, wer bei dieser Show wohl gewinnen wird und so. Nein. Das Ganze ist doch Quatsch. Wieso? Wir denken alle so. Außer dir. Aber du bist ja auch nicht von hier. Du ahnst ja nicht, wie dumm einem das alles vorkommt, wenn man einen Krieg überlebt hat, bei dem es nur ums Töten ging und Vergewaltigung. Wenn ihr tatsächlich alle so denkt, warum macht ihr dann mit? Da gibt's viele Gründe. Miss Parnassus macht mit, weil der Palatin ihrem Dorf doppelte Lebensmittelrationen zuteilt, wenn sie gewinnt. Miss Kios hat im Krieg so Schreckliches erlebt. So Schlimmes. Dass sie weg will. Vielleicht verhilft dir die Show zur Flucht. Und du? Warum hast du dich gemeldet? Hab ich nicht. Mein Freund. Mein Sponsor hat das getan. Natürlich hätte ich Nein sagen können. Aber weil ihm so daran liegt, wollte ich ihm einfach nicht wehtun. Und was ist mit deinen Gefühlen? Zählen die nicht? Die haben noch nie gezählt. Ich meine, er liebt mich. Aber er ist so vernarrt in mein Aussehen, weißt du, dass er gar nicht merkt, dass hinter der Fassade auch noch ein Mensch steckt. Ich glaube, dass es leider vielen so geht. Du nicht? Ich weiß, dass es so ist. Aber es liegt auch an dir. Sag ihm, was du fühlst. Du hast das Recht dazu. Du? Ich bin ganz sicher. Und das solltest du auch sein. Kümmere ich mich schon selber. Dann brauchst du ja auch nicht die Show da drin, um es zu ändern, hm? Da bist du ja. Sie haben die Talentprüfung vorverlegt. Es hat schon angefangen. Los, komm. Bravo! Danke, Miss Messini, für diesen wundervollen Ohrenschmaus, was auch immer es gewesen sein mag. Danke, Miss Messini, Miss Messini, Damen und Herren.
Nun, Miss Artifice! Irgendwelchen Ärger bisher? Nichts, was der Rede wert wäre, nichts, was nach Gefahr aussah. Vielleicht haben wir denen doch ein bisschen Angst eingejagt. Mag sein, aber ich fürchte eher, dass es jetzt gegen die Fürsten geht. Moment! Und jetzt kommt eine Dame, die uns ganz und gar verzaubern wird. Miss Kiros! Diese Eile bei der Show. Frag nicht mich, frag ihn. Er hat's angeordnet. Mutiges Mädchen. Danke. Sehr freundlich von Ihnen. Danke.